Hallo, liebe Freunde. Seit langer Zeit hatte ich das mal vor und jetzt wird das endlich wahr. Ich möchte euch zeigen, wie man so eine Gürtelschnalle ordentlich auf Leder vernietet. Ja, mitgeliefert werden normalerweise komplett montagefertig die einfachen Nieten, Unterlegscheiben und wenn man das möchte, auch entsprechendes Stück Leder. Ich empfehle, wenn man es selber machen möchte, sich ein bisschen Werkzeug bereitzulegen. Was gebraucht wird, ist ein Hammer. Dann braucht man einen Seitenschneider oder eine Kombizange. Und man benötigt eine Feile. Ja, also entweder sowas hier oder ja, was anderes. Da reicht also ganz normales Baumarktmaterial. Da braucht man kein Spezialwerkzeug für. Hilfreich ist auf alle Fälle auch so ein kleiner Amboss. Ja, man kann notfalls das auch auf einem Stein machen, ein bisschen Leder unterlegen. Dann wird auch die Oberfläche nicht so verkratzt von den Nieten, wenn man damit arbeitet. Ist eigentlich keine große Hexerei. Ja, es gab in der Vergangenheit immer so ein bisschen auch Leute, die damit Schwierigkeiten hatten. Ist halt eine Frage der Technik. Also wenn man so ein paar Nieten mal gesetzt hat, ist eigentlich kein großes Problem, das in Zukunft alleine hinzubekommen. Hat den Vorteil, wenn man sich dem Gürtel individuell anfertigt, dass man auf ja, die Eigenheiten ein bisschen eingehen kann. Wo sollen die Beschläge sitzen, die Verzierungen, wenn es ein Römergürtel ist, wo soll die Aufhängung für den Dolchen? Das sind Sachen, die man am besten halt am Mann ausprobiert. Da braucht man nicht irgendwelche Maße durch die Gegend zu schicken. Wenn man das so ein Gürtel dann selbst anzieht, dann weiß man genau, wo das Loch hin muss und wo die Beschläge sitzen sollen. So, nun Butter zu den Fischen. Also hier haben wir eine germanische Gürtelschnalle. Gibt es in ähnlicher Form auch im römischen Imperium, das ist so etwa 3. Jahrhundert. Das ist ein Nietblech. Ja, also es gibt mehrere Möglichkeiten, so eine Sache zu vernieten. Das eine ist eben durchgängig, da wird also die Niete quer durch die beiden Bleche vernietet. Das sieht dann ungefähr, wenn man es hinbekommt, so aus. Ja, wird dann entsprechend gekürzt. Plan B wäre, dass man sowas nimmt, das ist also eine Gegenscheibe zum Vernieten. Sind beides ganz probate Mittelchen. Die Löcher hier sind mit 3 mm gebohrt. Die Niete hier ist ursprünglich auch mal 3 mm gewesen, aber durch das Gießen, durch das Anfertigen hat das Metall ein bisschen zusammengezogen. Das heißt, es hat ein bisschen mehr Spiel. Hier muss man also beim Vernieten ein kleines bisschen aufpassen, dass man den Kopf wirklich schön breit austreibt, dass das klemmt. Ein bisschen einfacher ist es, wenn man die Unterlegscheiben nimmt. Die sitzen nämlich wesentlich strammer. Ja? Da muss man also schon ein bisschen sanfte Gewalt anwenden, um die rüberzukriegen. Und dann ist auch das Vernieten kein großes Problem. Aber ich zeige euch jetzt mal die Übung für Fortgeschrittene quasi. Schritt 1 ist natürlich, die Schnalle hier zu befestigen und die Löcher zu markieren und auszustanzen. Ja, das Markieren kann man mit einer Ahle machen beispielsweise. Es gibt natürlich auch einen Stift. Das ist eigentlich vollkommen egal. Man kann die Löcher notfalls sogar mit einer Bohrmaschine reinbohren, wenn es sein muss. Ich nehme dafür eine Lochzange. Das ist einfach so die saubere Alternative. So, ein Griff und die Sucherei geht los. Loch Nummer 1 und Loch Nummer 2. Die Löcher, wie gesagt, 3 mm passt eigentlich für alles. So sieht das schon einigermaßen aus. So, will nicht immer. Wenn man gleich beide Nieten reinsetzt, dann hat man auch den Vorteil, dass sich das nicht verschieben kann, wenn man es dann vernietet. Also ich mache das gerne so, um das Stück auf dem Leder ein bisschen zu fixieren. Erster Schritt ist das Kürzen der Nieten. Und zwar so kurz wie möglich. Ja, den Fehler, den die meisten beim Vernieten machen, ist, dass sie einfach den Nietschaft viel zu lang lassen. Ja, dann fängt man an zu schlagen, dann verbiegt sich die Niete, das Stück, der Beschlag, der wandert dann ein bisschen auf dem Leder.
Das ist unsauber. Am besten ist es natürlich wirklich, das Stück gut zu kürzen. Der zweite Fehler, den viele Leute machen, ist, dass die jetzt anfangen, mit dem Hammer drauf rumzuhauen. Das geht schief. Ja, also das ist ja so ein kleines bisschen zusammengedrückt hier oben. Das ist ein relativ hartes Material jetzt durch die Verdichtung und es ist auch sehr unsauber. Das heißt, man kann nicht in alle Richtungen den Kopf auftreiben. Macht euch wirklich die Mühe, nehmt eine Feile oder nehmt einen Tremel mit einer Schleifaufsatz obendrauf. Ist kein Problem. Das muss gerade gefeilt werden. Ja. Die Arbeit, die man sich hier macht, die entscheidet wirklich über Sieg oder Niederlage dann bei der Vernietung. So kann man sehen. Da darf wirklich nur ganz, ganz wenig überstehen. Ich gucke, ob die Kamera das ein bisschen besser einfangen kann. Ja. Ach, das ist ein bisschen unscharf. Also es sollte vielleicht ja, ein halber Millimeter sein, den die Niete noch über dem Blech rausschaut. Ja, man kann jetzt ein Stückchen Leder unterlegen beispielsweise, aber auf einem glatten Amboss, auf einer klassischen Eisenfläche, kann man eigentlich direkt anfangen zu vernieten. Ich habe hier einen ganz netten Hammer, mit dem arbeite ich echt am liebsten. Ist zwar hier so ein etwas historisches Modell, handgeschmiedet, aber funktioniert wirklich ganz toll. Anfangen tut man mit der schmalen Seite, weil das einfach idealer ist, um die Kanten so ein bisschen aufzutreiben. Man merkt das schon, rohe Gewalt hilft hier nicht. Also es ist wirklich eine ganz feine Arbeit. Man treibt das so ein bisschen auf und macht die Nietschaft dadurch ein bisschen breiter. Rohe Gewalt hilft hier gar nicht. So, es braucht wirklich Zeit und dann klappt das auch relativ ohne größere Beschädigungen und funktioniert eigentlich ganz hervorragend. So, Nummer 2. Selbes Spiel. Erinnere mich so ein bisschen mit Fingernägeln auf der Tafel oder wenn die Kreide gequietscht hat. Und jetzt auch hier. Es hilft, das Ganze dann in verschiedenen Richtungen zu machen, dass die Niete auch in alle Richtungen aufgetrieben wird. Ja. Was jetzt noch fehlt, ist eine kleine Politur zum Abschluss, dass es wieder schön blank wird und die Köpfchen auch wieder poliert sind. Und dann ist das erstmal fertig. So, ich schaue mal, ob ich euch dann nochmal ein Video zeige, wie man das Ganze mit den Unterlegscheiben vernietet. Aber dazu wird es dann ein extra Video geben. So, dann wünsche ich euch viel Erfolg bei der Herstellung von euren eigenen Gürteln und bis zum nächsten Mal.